seien ein Dreieck ABC und die drei Punkte M, N und P so, dass Vektor AM 3 halbe vom Vektor AB ist, Vektor AN 1 halbes vom Vektor AC ist und Vektor BP 1 Viertel vom Vektor BC ist. Der Auftrag lautet, beweise, dass diese drei Punkte M, N und P kollinear sind. Das bedeutet, dass sie sich auf einer selben Geraden befinden. Zuerst machen wir eine entsprechende Zeichnung und stellen die Hypothese auf. Wir haben das Dreieck ABC. Der Punkt M wurde so konstruiert, dass der Vektor AM 3 halbe vom Vektor AB ist, so wie es in der Hypothese steht. Der Punkt N ist die Mitte von dieser Strecke AC. Das bedeutet, dass der Vektor AN die Hälfte vom Vektor AC ist, so. Und der Vektor BP wurde so konstruiert, dass dieser Vektor BP genau ein Viertel vom Vektor BC ist, also so. Wir sollen beweisen, dass die drei Punkte M, N und P kollinear sind. Um das zu beweisen, werden wir diesen Vektor PM ausdrücken mit den Vektoren AB und AC und wir werden genau dasselbe machen für diesen Vektor PN. Wenn wir dann sehen werden, dass die beiden Vektoren kollinear sind, das heißt, dass einer Vielfacher des anderen ist, dann wissen wir, dass dieser Punkt P sich auf der Strecke MN befindet. Also legen wir los für PM. PM ist dasselbe wie Vektor PB plus Vektor BM. Dieser Vektor PB ist aber dasselbe wie ein Viertel vom Vektor CB. Denn das steht in der Hypothese, das können wir aber auch schön in der Zeichnung erkennen. Der Vektor PB ist ein Viertel vom Vektor CB. Der Vektor BM ist die Hälfte vom Vektor AB. BM muss die Hälfte von AB sein. 3 halbe bedeutet 1 halbes, 2 halbe, 3 halbe. Also muss dieser Vektor BM genau die Hälfte vom Vektor AB sein. Also so. Jetzt zerlegen wir diesen Vektor CB noch als Summe von CA und AB. Ein Viertel können wir noch verteilen auf diese Klammer und dann ändern wir den Vektor CA in Vektor minus AC. So erhalten wir also minus ein Viertel AC plus ein Viertel AB plus ein halbes AB. Ein Viertel AB plus zwei Viertel AB, das macht drei Viertel AB. Somit haben wir also den grünen Vektor PM ausgedrückt mit den beiden Vektoren AB und AC. Jetzt machen wir genau dasselbe für Vektor PN. Der Vektor PN ist dasselbe wie Vektor PC plus CN. Schauen wir nach. PN, das ist PC plus CN, haut hin. Vektor PC ist genau dasselbe wie 3 Viertel mal Vektor BC. Schauen wir wieder nach. Vektor PC ist 3 Viertel vom Vektor BC. Wenn hier ein Viertel ist, dann müssen da die anderen 3 Viertel sein. Also stimmt das so. Und Vektor CN, das ist genau die Hälfte vom Vektor CA. Das stimmt auch. Jetzt werden wir Vektor BC zerlegen in Vektor BA plus Vektor AC und hinterher 3 Viertel auf diese Klammer verteilen. Wir werden dann gleichzeitig diesen Vektor BA umschreiben in minus AB. Also erhalten wir das. Und 3 Viertel AC minus 2 Viertel AC, das macht 1 Viertel AC. Der Vektor PM ist gleich zu dieser vektoriellen Summe. Und der Vektor PN ist gleich zu dieser vektoriellen Summe. Und jetzt können wir diese beiden Vektoren schön vergleichen und stellen fest, dass dieser Vektor PN nichts anderes ist
als der entgegengesetzte Vektor von dem da. Also ist Vektor Pn minus Vektor Pm. Und daraus können wir schließen, dass diese drei Punkte M, N und P kollinear sind. Wir haben somit eigentlich noch mehr bewiesen, als gefragt wurde. Wir haben somit auch bewiesen, dass dieser Punkt P nicht nur auf der Strecke MN liegt, sondern genau der Mittelpunkt von dieser Strecke MN ist. Also haben wir den Auftrag mehr als erledigt.